Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mit diesem Video will ich dir zeigen, wie du dein Instagram-Game von hier nach hier bringen kannst. Und das mit einer kostenlosen App. Bleib dran bis nach dem Intro. Feuer frei! Ich habe es in meinem letzten Video schon erwähnt. Ich verlinke es dir mal hier oben, warum du als Filmemacher auch Instagram nutzen solltest. Dort habe ich eine App erwähnt, die heißt Snapseed. Ich habe sie in dem alten Video schon in der Beschreibung verlinkt. Vielleicht hast du sie dir damals schon runtergeladen. Wenn nicht, verlinke ich sie dir jetzt hier nochmal unter dem Video. Wie gesagt, sie ist umsonst für iOS. Ich hoffe, man spricht das so. Und für Android. Lass mal kurz einen Blick reinwerfen, was man mit dieser App alles Cooles machen kann. Und zwar kann man eigentlich alles machen. Deswegen schauen wir mal kurz rein. Hier befinden wir uns jetzt in Snapseed. Und so sieht die ganze Oberfläche aus, wenn man dann da ein Bild reingeladen hat. Ich habe da einfach mal ein Bild genommen, was ich mal während einem Gig gemacht habe. Wenn du ein RAW-Bild hast, dann öffnet sich ja automatisch schon wie bei Photoshop der Camera RAW-Filter sozusagen, wo du dann hier, ich kann ihn mal kurz zeigen, der öffnet sich dann automatisch, wo man dann hier noch Helligkeit, Kontrast, Weißabgleich und so weiter alles noch einstellen kann. Das fällt jetzt in dem Fall weg, weil das nur ein JPEG ist, aber selbst die JPEGs kann man richtig gut bearbeiten. Also wie gesagt, du klickst hier unten auf dieses Pen-Tool und dann siehst du hier schon, was du alles für Alternativen hast, und ich finde das richtig, richtig cool. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier sagen, okay, die Perspektive, ich habe ja so leicht untersichtig das Bild gemacht, weil die Dartscheibe relativ hoch hängt. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, neigt die mir noch so einen Ticken nach vorne, und dann ergänzt hier Snapseed ziemlich gut die Ecken. Ja, und dann könnte ich das jetzt akzeptieren und er neigt mir das Bild einfach nach vorne. Klar, jetzt zieht es das ein bisschen von der Perspektive auseinander. Aber um jetzt einfach nur ganz kurz mit dem Handy sein Bild nachzubearbeiten, ist diese App wirklich richtig, richtig geil. Ja, dann kann man sich hier das Bild zuschneiden auf Quadrat zum Beispiel, wenn man es jetzt für Instagram will, weil das ja da das normale Ratio ist, kann man es jetzt hier dann sich zuschneiden, wie man es haben will. Meinetwegen will ich das Bild irgendwie so haben. Also ich mache das jetzt einfach nur ganz schnell durch, dass ihr seht, was man alles machen kann. Ja, achtet jetzt da nicht drauf, dass das alles übel geil aussieht. Ja, man kann zum Beispiel nämlich auch hier Reparatur-Tool einsetzen. Das ist auch wie bei Photoshop. Man markiert sich hier so einen Bereich, dann repariert er das. Es funktioniert leider nur jetzt nicht so geil, wenn man da bloß mit dem Finger so drauf tippen kann. Ich habe allerdings schon in Snapseed, habe ich mal so ein Bild gemacht von einem Kanu auf eine Brücke. Und auf der Brücke standen zwei Leute und ich wollte die Leute nicht im Bild haben. Dann habe ich die Leute so rausretuschiert bekommen. Also es hat ziemlich gut funktioniert tatsächlich. Und ja, man kann da alles Mögliche machen. Man kann hier die Kurven noch, kann dann hier noch so einen Look reinpacken, wie man möchte. Ja. Also wie gesagt, ich mache das jetzt nicht so ausführlich. Ich habe auch schon mal erzählt, man könnte jetzt hier zum Beispiel auch sich noch irgendwie so einen eigenen Look erstellen, indem man sein Bild beispielsweise rund macht. Dann könnte man das hier mitmachen. Dazu macht er einfach so, macht nur ein Leerzeichen. Dadurch habt ihr das Feld hier frei. Wenn ihr dann auf Umkehren klickt, dann hättet ihr zum Beispiel das so rund. Ja, damit könntet ihr eure Komposition für eure Seite komplett eigen kreieren. Ja, dann habt ihr nur runde Bilder oder meinetwegen hier so solche Bilder. Ja. Könntet ihr das komplett eigen kreieren, eure Instagram-Page, weil das Weiß sieht man ja nachher nicht, wenn ihr durch eure Page blättert. Ja, da kann man echt, wie gesagt, viele, viele geile Sachen machen. Was ich normalerweise in der App mache, weil ich relativ viel schon am PC bearbeite, das kann ich euch auch gerne mal in einem anderen Video noch erklären, wie meine Arbeitsschritte aussahen, wenn ich so ein Bild gemacht habe. Also was ich immer gemacht habe, ich habe dann das Bild noch zugeschnitten, meistens eben quadratisch. Dann habe ich mir hier den Drama 2 Effekt, den fand ich persönlich ziemlich geil, den habe ich mir drauf gepackt. Das seht ihr schon, da kommt dann, es ist ein Haufen Klarheit drin. Man bekommt eben hier richtig schöne Strukturen noch rein, ja, man kann das ja hier mal vergleichen. Und ich habe dann das Bild, also ihr müsst immer auch gucken, ihr könnt hier zum Beispiel noch die Sättigung dann auswählen bei dem Effekt. Und ich habe die Sättigung dann immer noch ein bisschen reingedreht. Also es passt natürlich jetzt auch nicht für jedes Bild ganz genau. Manchmal kann man zum Beispiel auch den Filter wirklich so auf 75 reinhauen, wenn man richtig schön den,
bei dunklen Stellen noch die Struktur raushaben will, zum Beispiel jetzt hier bei dieser eh schon sehr stark strukturierten Dartscheibe, ja, würde ich vielleicht so nur 25 den Effekt drauflegen. Aber man sieht schon, die Farben poppen ein bisschen stärker raus. Es leuchtet alles so ein bisschen mehr und deswegen fand ich den Effekt immer ziemlich cool. Und dann habe ich meistens noch so ein bisschen, wenn ich jetzt möchte, dass zum Beispiel auf dem Dartpfeil das Hauptaugenmerk liegt oder hier auf dem Bullseye oder so, dann habe ich mir da meistens noch so ein bisschen eine Vignette reingelegt. Hier oben kann man auch Schritte rückgängig machen zum Beispiel. Ja, jetzt ist wieder dieser Drama-Effekt draußen. Dann könnte man zum Beispiel, also hier gibt es einen Haufen so Effekte. Ihr könnt ja dann gucken, was passt am ehesten zu eurem Style, was gefällt euch am besten. Ja, vielleicht hier so ein Retro-Look. Ja, das sind dann oft auch wirklich so Filter, wie man sie schon aus Instagram auch kennt. Die sind jetzt natürlich sehr stark, aber die kann man hier auch komplett noch sich anpassen, ja, den Lichteinfall irgendwie ändern und alles. Also ist echt eine coole App. Findet am besten euren eigenen Stil raus. Entscheidet euch vielleicht auch für einen Stil, ja, dass ihr den V-Art Corporate Design durchzieht durch eure Bilder. Ne? Wie gesagt, bei mir war es dann irgendwann so dieses Teal Orange, stark gesättigt und so weiter. Das fand ich irgendwie immer ganz gut. Deswegen habe ich das so bei mir ein bisschen durchgezogen. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ist ja oft auch Geschmackssache sowas. Aber versucht doch da einfach mal euch durch die App. Ich finde sie auf jeden Fall mega geil. Kann sie wirklich nur weiterempfehlen. Ja, das war's schon für die kleine App-Vorstellung, sage ich mal. Keine Angst, es ist kein irgendwie Product Placement oder so, keine Ahnung. Also ich spreche da wirklich nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich fand die App ziemlich geil. Sie ist leicht, sie ist übersichtlich, gut strukturiert. Und wirklich stark, was das alles angeht. Ja, also die Bildbearbeitung kann man da wirklich sehr schnell, sehr effizient machen. On the fly, ja, mach das Bild und mach da einfach deinen Look rein. Zack, ab nach zu Instagram. Und so kannst du so ein bisschen, wie gesagt, dein Corporate Design erstellen, nenne ich es jetzt mal. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hier kannst du dir noch das alte Video zu Instagram angucken, warum du das auch unbedingt als Filmemacher nutzen solltest. Schau da unbedingt mal rein. Und hier unten kannst du mir noch ein Abo dalassen, falls du nichts mehr verpassen möchtest. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut. Dein Barney. Hau rein. Ciao.